Wir hatten schon zweimal Star Wars Magazine und drei unterschiedliche Lego Magazine. Diesmal kombinieren wir das Ganze zu einem Lego Star Wars Magazin, der Nummer 27. Damit ist es, glaube ich, das schon am längsten laufende dieser ganzen Lego Magazine mit Ray Speeder, zu dem wir gleich kommen. Das Heft kann man offen gestanden sehr kurz abhaken. Es sind zwei Comics drin, zwei kurze Comics. Wobei mir auffällt, dass die Zielgruppe bei Lego Star Wars jünger zu sein scheint als bei den anderen Star Wars Magazinen, die aber in der hübschen Lego-Ästhetik daherkommen. Mal was anderes als die normalen Comics, das hatten wir ja auch bei den Nexo Knights. Daneben wieder ein paar Rätsel, ein paar, nennen wir es mal, Informationen über Lego-Sets aus dem Star Wars-Bereich. Und dann bleibt noch das Extra, das hier bei dem Lego Star Wars Magazin mit deutlich umfangreicherer Anleitung daherkommt. Und im Ausgleich dafür gibt es nur ein Poster. Sonst gibt es nämlich in der Mitte auf dieser Seite und auf der Seite, wo hier die Anleitung ist, ein Poster. Das Extra kommt wieder in einer nicht verschließbaren Tüte daher. Das scheint sich jetzt langsam bei diesen Heften durchzusetzen. Ein bisschen schade, weil man die Tüte dann zusammenbauen kaputt macht. Vor allem, weil die wirklich schön gestaltet ist. Man sieht hier ein bisschen im Hintergrund neben dem Modell selber auch Jakku, den Planeten von Rey, hier mit den Walkern. Sehr schön gestaltete Tüte, die wir leider jetzt kaputt machen müssen, um das Modell zu bauen. So, und da haben wir Ray Speeder, 33 Teile, hat genau hingehauen. Als Minimodell, also nicht im passenden Maßstab für die Figuren, was ich immer sehr schade finde, weil damit kann man ehrlich gesagt relativ wenig anfangen. Hier ist ein Pin, das heißt, eine Figur kann mit einem Bein da draufstehen, richtig drauf sitzen nicht. Das ist das eine, was ich an diesen Minisätzen nicht so mag. Das andere ist das Problem, dass diese ganzen Mini-Bausätze in dieselbe Größe ungefähr haben. Das heißt, so ein kleiner Speeder, der quasi ein Gegenstück zum Auto im Star Wars-Universum ist, ist ungefähr so groß wie ein Sternenzerstörer. Nicht mein Ding. Keine besonderen Teile, eigentlich aber vom Bau ganz schön, davon abgesehen, dass Rays richtiger Speeder hier diese Dinger eigentlich nicht hat, sondern dann nur so Netze, wo sie halt die Sachen aus der Wüste, die sie findet, den Schrott sammeln und transportieren kann. Ja, teilemäßig nichts Besonderes.
Nettes kleines Set, immerhin teilemäßig das bisher größte, was wir hatten, mit, ich glaube, es waren 33, nein, 35 Teile sogar. Nochmal ein kurzer Blick auf die Vorschau fürs nächste Heft. Auch da wieder so ein Minimodell, dann ein Snowspeeder der ersten Ordnung. Ich bin nicht sicher, ob der in den Filmen überhaupt vorkam. Ich glaube nicht, aber das macht ja nichts. Sieht trotzdem nach einem netten kleinen Modell aus. Wie gesagt, wieder so ein Minibild wie dieses hier. Könnte sogar größenmäßig passen. Das werden wir dann mal sehen. Aber wie gesagt, die passen leider recht selten zusammen. Dafür sind es wiederum recht große und solide Modelle. Das gibt es dann am 23. September im Kiosk.